Für David Bergner also heißt es nochmal 90 Minuten nachsitzen im Klassenkampf. Der Punkt gegen Chemnitz, der war glücklich und gut, aber eben nicht ausreichend. Und Florian Hansch, der Torschütze des Wahnsinnstreffers, der liegt mit einer Grippe flach. Meuselwitz in braun-weiß, zunächst mit vornehmer Zurückhaltung. Die Tasmania kommt mit Brechler, Senkbeil hinterher. Und diese Aktion reicht Schiedsrichter Daniel Köppen nicht für einen Strafstoß. Unverständlich und Glück für Meuselwitz. Senkball zerrt er ordentlich am Oberarm des Berliners. Für mich war es ein klarer Elfmeter. Der ZFC hat sich eine Ecke erarbeitet. Kuhlke. Und Meuselwitz geht in Führung. Der erste Standard bringt das 1:0. Moritz mit der Hüfte hat er den Ball über die Linie gedrückt. Verteidiger Ben Luka Moritz. Es ist sein zweites Saisontor und es könnte ein ganz wichtiges sein. Bliebe es dabei, wäre Meuselwitz nämlich durch. Und da ist Moritz wieder am Drücker, überspielt mit einem langen Ball mal das Mittelfeld. Drei Wechsel übrigens gab es zum Chemnitz-Spiel. Mjatke, Bürger und Kadric von Anfang an auf dem Platz. Meuselwitz jetzt drin in der Partie. Über rechts der nächste Angriff und Kadric erhöht auf 2:0. Kuhlke mit der Vorarbeit und auch Kadric trifft zum zweiten Mal in dieser Saison. Amer Kadric baut die Führung aus. Das Ergebnis liest sich komfortabel nach einer guten Viertelstunde, weil man auch nicht mehr das Gefühl hat, dass die Berliner hier wirklich noch was drehen. Es steht das letzte Aufgebot der Tasmania auf dem Platz. Es läuft der nächste Angriff der Meuselwitzer und der bringt das 3:0 durch Trübenbach. Andi Trübenbach hatte den Berlinern das 99. Gegentor eingeschenkt. Mjatke gewinnt den Zweikampf auf dem Flügel gegen Kascha. Martinez lässt durch und Trübenbach vollendet. Es ist die Vorentscheidung. Meuselwitz hat den Klassenerhalt zur Halbzeit schon in trockenen Tüchern. Aber sie konnten ja noch den höchsten Saisonsieg einfahren. Zweite Hälfte. 4:1 hatten sie zu Hause Optik Rathenow geschlagen. Das ist Bürger. Die Berliner Schießbude war ja wieder geöffnet. Defensiv die schlechteste Mannschaft der Liga. Sie hatten nicht mehr viel entgegenzusetzen gegen eine gute Regionalliga-Elf. Martinez 4:0 hatte das schöne Solo von Bürger vollendet. Und seine Ladehemmung 2022 beendet. Es war nämlich sein erster Treffer in diesem Jahr. Meuselwitz nahm mal kurz den Fuß vom Gas, um in der Schlussphase nochmal hochzuschalten. Wieder Martinez, der wusste ja jetzt, wie es geht und legte noch einen drauf. 5:0, klasse herausgespielt von Jakubow. Der krönende Abschluss dieser Regionalliga-Saison, aber der war es noch nicht. Der gelingt. Klar. Martinez. Johann Martinez mit einem Hattrick zum 6:0. Die Tasmania muss eine bittere Pille schlucken, das 102. Gegentor. Meuselwitz feiert den höchsten Saisonsieg und bleibt der Regionalliga erhalten. Es war schon eine Anspannung. Wir hatten wirklich eine anstrengende Trainingswoche, haben uns fokussiert und jetzt fällt es ab. Und ich gehe mal davon aus, dass der ein oder andere noch ein Bier in seiner Tasche hat. Für Partystimmung soll DJ Jean-Marie Platz sorgen. Trotzdem sagen sie, wollen sie fokussiert bleiben und es Carl Zeiss Jena in 14 Tagen im Thüringen-Pokal so richtig schwer machen.